Langsam aber sicher ist er da, der Altweibersommer. So heißen die letzten heißen Tage im Sommer. Und die kündigen sich jetzt an mit einem wunderschönen Badetag am Sonntag mit bis zu 34 Grad im ganzen Land. Und da ist das beste Rezept, vor allem wenn Wochenende ist und man frei hat, ins nächste Bad zu pilgern. Wir haben uns mal im Strandbad in Klosterneuburg umgehört, wie die Menschen die letzten heißen Tage dieses Jahres verbringen. Und dieses wunderschöne Bad hier mit dem Donauarm ist ja auch wirklich ein perfekter Platz, diesen Tag so richtig zu genießen. Wie verbringt ihr die letzten heißen Tage in diesem Jahr? Ja, wir sind immer hier, weil meine Oma auch hier ein Haus hat, ein kleines. Und ja, das macht richtig Spaß, hierher zu kommen. Und ich bin definitiv öfters hier. Ja, hier im Bad am besten. Also ich glaube, dass es nicht so heiß sein wird, dort wo ich hinfahre. Weil in den Bergen soll das Wetter nicht so berauschend sein. Wie kann man sich noch gut abkühlen, jetzt abseits vom Reinspringen? Zu Hause dann dankbarerweise mit unserer Klimaanlage im Schlafzimmer. Das ist dann eine Erlösung am Abend, wenn es so heiß ist. Ja, also man fühlt die Hitze schon und ich bin auch fast durchgehend im Wasser, also ich kühle mich ordentlich ab. Und sind Sie schon ein bisschen wehmütig, dass jetzt dann bald der Herbst kommt? Teils, teils. Einerseits ja, andererseits nein, weil ich glaube, dass wir gar keinen Herbst haben, sondern wie das so schnell so eiskalt wird.